Hallo meine Rambas, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks live. Ja, ihr seht richtig, ich spiele mal wieder für euch und habe mir dabei einen Panzer ausgesucht, den ich auch, glaube ich, schon ewig zumindest nicht mehr live gezeigt habe, und zwar den Jagdtiger 88 und deutscher Stahl, gespielt von mir in dem Jagdtiger, den ich auch schon live sehen durfte in Bovington. Na, was gibt's denn da Schöneres? Matchmaking sind wir auch Top-Tier. Also, auch das läuft. Und ich werde mich mal Richtung Schienen orientieren, weil wir haben eine gute Panzerung, können da auf jeden Fall ein bisschen arbeiten damit. Die Stadt ist einfach eher schwierig wegen dem nicht schwenkbaren Turm und na doch sehr eingeschränkten oder einem sehr eingeschränkten Richtbereich, wie man hier sieht, links und rechts. Dementsprechend halte ich da die Schienen für mich so ein bisschen als sinnvollere Option. Natürlich auf Gegnerseite kann man auch hier mal campen, ganz klar, da kann man gut sich hinstellen. Auf der Seite hier geht es nicht so easy und da würde ich dann sagen, doch lieber ein wenig offensiver das Ganze angehen. Wir haben zwar jetzt hier nicht das schnellste Gefährt, aber mit den um die 28 km/h und hier bergab sogar ein bisschen schneller, kommen wir schon gut zurecht. Jetzt nur nicht dann in Panik verfallen, wenn irgendwo die ersten Gegner aufploppen und ihr denkt, ihr bekommt keinen Schaden. Ganz easy. So. Oh Gott, ich bekomme keinen Schaden. So, da kommt dann der Suppen-Pershing, aber auf den komme ich noch nicht drauf. Das heißt, ich fahre jetzt hier einfach mal weiter. Weil ihr seht, bis ich irgendwo bin. Da kann ich hier noch einiges an im Weg zurücklegen. Okay, der ist sehr mutig. Der ging nicht durch. Ja, wie soll es auch anders sein, wenn ich mal auf was schieße? Aber jetzt klappt er. Der ging voll durch die Panzerung. So. Und deswegen jetzt auf den WZ. Der ist aber auch schon zerstört. Da waren sie sehr offensiv, die Gegner. Zu offensiv schon eigentlich. Also hier die Senke, die ist sehr tödlich, auf der anderen Seite direkt anzusteuern. Und jetzt werden wir uns mal dem Suppen-Pershing da annehmen. Gerade im DPM und One-on-One. Da haben wir mit dem Jagdtiger ein gutes Gerät und können da dementsprechend gut wirken. So, Motor könnte man jetzt reparieren, mache ich jetzt aber nicht, in Ermangelung wichtigerer Sachen. Ah, abgeprallt. Und weg ist er. So, zerstört. Ah, die hält natürlich auf mich drauf. Klar, ich bin hier eins der langsamsten Ziele überhaupt, dementsprechend einfach zu beschießen. Aber von dem her, nevermind. So, in der Stadt, da ist der Gegner wiederum gut vorgerückt. Jetzt ist natürlich die Problematik mit so einem langsamen Panzer, entweder man fährt zum eigenen Cap. Oder man fährt zum gegnerischen Cap und setzt damit den Gegner unter Druck, dass sie hoffentlich nochmal zurückfahren, weil eigentlich will man ja noch Schaden machen. Aber wir haben gesehen, wir haben hier so gut drücken können, dass das ja fast schon wie von selbst lief. Ah, die sitzt da wohl, wo der Super Pershing gepinkt hat. Und wie gesagt, ich werde mich jetzt mal Richtung Stadt orientieren. Noch gibt es genug Gegner und es steht 6-6. Also das ist ein Ergebnis, das sehr trügerisch ist. Also man hat so das Gefühl, das Spiel ist schon halb vorbei. Aber Pustekuchen, nix ist vorbei. Also übertreibt es jetzt bloß nicht. Die AT ist nicht mehr für uns zugänglich. Also von dem her, lass mal die mal sein. Das Haus ist nicht
deformierbar, aber der T-34 kommt da jetzt von selbst. Erster Hit. Da fahrt er jetzt in die Kuhle. Der OI kommt da auch schon an. Ich fahre jetzt hier ein bisschen weiter. Ich will jetzt auch nicht zu offen da stehen. Der ging durch die Panzerung. Und nochmal. So, jetzt zieht er sich zurück. Jetzt bin ich offen. Jetzt muss ich aufpassen, weil jetzt bin ich sehr unangenehm offen. Weil ich von rechts da beschießbar bin. Von dem Tiger nämlich. Aber jetzt konnte ich ihn ketten. Und jetzt rausnehmen. Und weiter geht's. Vielleicht noch den Skoda, dass ich den hier rausnehmen kann. Ja, sehr guter Schuss. Und auch wichtig, dass ich jetzt mich hier auf die da ausschließlich konzentrieren kann. Die Jungs brauche ich mal. Die müssen jetzt langsam mal rumkommen. Gibt's doch nicht. So, der ist weg. Da lassen sie sich jetzt gut einäschern, praktisch schon. Also, sie bleiben hier stark an ihrer Stelle und da kommt auch die Arti dann und hält da mal rein. So, und jetzt kann ich hier weiterhin auf den IS gehen. Verschieße da jetzt ein wenig, aber das ist alles halb so wild. Ich krieg jetzt hier den Abprall, aber wie gesagt, da ist es jetzt eigentlich alles schon egal. Bis auf, dass die Arti natürlich noch kommen kann. Wo die Arti denn schon wieder ist, keine Ahnung. Aber 4 Kills, 3100 Schaden, das sollte trotzdem ganz solide sein. Ich habe nämlich wirklich keine Ahnung, woher der Arti-Hit jetzt gekommen ist. Weil eigentlich müsste er hier, der jetzt hier auch kräftig schießt, eigentlich hinten schon alles abgedeckt haben. Also ich hatte ihn zumindest da gesehen, aber aufgrund, so wie ich stand, vom Schaden her, würde ich vermuten, dass die Arti hinten noch stünde. Also es wäre zumindest mal ein Blick wert. Der E2 kommt hier nicht durch beim E6 seitlich. Und das ist ja so lustig, fast wie es schon ist. So traurig ist es am Ende auch, weil so ein E6... alleine, wir hatten schon einen Replay of the Week, wo wir gesehen haben, was da passieren kann. Arti hat jetzt nochmal einen rausgenommen. Und wie gesagt, ich habe so die Vermutung, als ob die da wäre. Ich weiß nicht warum. Schauen wir mal, was die FV Arti da aufbekommt. Aber die Jungs decken das jetzt alles schon ab. M4A1, Revalorisé, die fährt jetzt in die Stadt rein, die Jungs hier. Ah, da ist sie tatsächlich. Hätte ich jetzt niemals gedacht, aber hat sich hier echt die Stadt ausgeguckt. Und jetzt mach's zu Ende. Schieß. Komm schon. Oh Gott. Jetzt hat er so lange gewartet, statt dass er entweder weiter nach vorne fährt oder irgendwas macht. Nee, dauert viel zu lang. Nicht, dass ihm jetzt der Kill noch am Hand vom Cap weggenommen wird. Den dürfte er schon noch gerne machen. Aber 30 Sekunden, da hat er eigentlich noch ordentlich Zeit. Da ist er. Und schneller Schuss und dementsprechend der Kill. Schade, dass die Arti hier noch ein bisschen Schaden verhindert hat. Aber über 3000 Schaden in einem Live-Gameplay, das finde ich absolut in Ordnung. Und dementsprechend sollten wir damit ein paar Credits belohnt werden. Ja, oder auch nicht, schade, wir sehen hier die Aufdeckung nicht, wie ihr seht,
dieser Bug, den kommt ab und an vor, dass wir hier diese Garage nur sehen, aber ohne das Endergebnis. Dementsprechend schade drum, aber schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.